Der Hund. Lampo, ist das dein Kumpel? Ein Hund? Was macht der hier bei Oma Pina? Kätchen! Juhu! Vorsicht, Milady! Darauf, euch kennenzulernen. Meine Freundin ist weggefahren und Terry braucht jemanden zum Spielen. Terry liebt Katzen und er wird ein Weilchen bei uns bleiben. Terry, ganz ruhig. Seid schön lieb und nett zu dem kleinen Racker. Spielt schön, ich bin zum Abendessen wieder da. Terry, sitz. Braves Hündchen. Los, lasst uns abhauen, bevor er sich umdreht. Noch höher! Wir wollen doch nicht, dass Terry hier reinkommt. Gut gemacht. Du hast uns gefunden? Habt ihr keine Lust zu spielen? Schon, aber wir spielen Katzenspiele, keine Hundespiele. Aber Katzen sind doch wie Hunde. Sind wir nicht? Seid ihr doch. Wir haben alle vier Tatzen, Fell und einen Schwanz. Wir fressen Leckerlis, halten Schläfchen und wir leben bei Menschen. Er hat recht. Wir sind wie Hunde. So ein Quatsch, Maddie. Katzen und Hunde sind völlig unterschiedlich. Aber ich liebe Kätzchen. Ich möchte euer Freund sein. Echt? Du magst uns? Ja, natürlich. Und ich wäre unheimlich gern so wie ihr. Ein Kätzchen halt. Hey, ich hab's. Terry. Wir bringen dir bei, dich wie eine Katze zu verhalten. Dann werden dich alle Kätzchen mögen. Juhu! Ich werde ein Kätzchen! Terry, so begrüßt du eine Katze. Hallo, ich bin Lampo. Terry, hör schon auf. So begrüßen Hunde jemanden. Und nur Hunde wedeln mit dem Schwanz. Schwanz? Du schon wieder? Ich krieg dich! Terry, wenn du eine Katze sein möchtest, dann musst du entspannt sein. Gleich hab ich dich. Hör bitte auf. Bleib locker. Terry, sitz! Sehr schön. Pass auf, Terry. Wenn du eine Katze sein möchtest, dann musst du miauen. Das geht so. Gar kein Problem, Lampo. Das war ein Wow-Wow. Ach, im Ernst jetzt? Oh, sag einfach mal Mi. Mi. Und danach sagst du Au. Au. Jetzt hintereinander. Miau. Miau. Oh, miau! 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 Oh, ich möchte ein Hund sein! Terry, bringst du mir das Bellenbein? Das ist leicht, Pilou! Schrei deine Gefühle heraus! Lass sie tief aus deinem Bauch kommen! Also so? Das war echt super! Und wenn Terry sich wie eine echte Katze benimmt, gucken wir, ob er auf einen Baum klettern kann.
Nicht traurig sein, Terry. Das lernst du noch. Ich meine natürlich Miau. Ich bin deine Katze. Na, wer kriegt den Ball? Hunde spielen gerne Ballfangen. Katzen machen gerne Musik. Also, die Buffy kennt's jedenfalls. Willst du ein Lied hören? Er möchte gern zur Schule, damit hat er es sehr eilig. Er wäre gern eine Katze, das ist sein größter Traum. Mich lernen, wie man schnurrt im Jahr und klettert auf einem Baum. Tagsüber lernt er Texte, er ist wie eine Filmdiva. Spielt seine Rollen gut, er ist im Kätzchenfieber. Werft ihr für ihn einen Ball, zuckt er die Schultern und sagt ach. Er schnurrt und klettert lieber an der Hauswand hoch aufs Dach. Hier ist eine kleine Katze, sie ist niedlich, ruhig und friedlich. Sie möchte gern zur Schule, da wäre sie sehr glücklich. Wie ein Hund zu bellen, das fände sie sehr schön. Liebt's mit dem Schwanz zu riedeln, wie ein Hündchen auszusehen. Tagsüber lernt sie Text, sie ist wie eine Filmliebe. Bellen oder nicht bellen? Spielt ihre Rollen gut, sie ist im Hundefieber. Ein Ball in ihrem Maul, so ist sie frech und keck. Versuchst du ihr ihn wegzunehmen, bellt sie uns halt weg. Hund und Katze, wer sagt, dass sie nicht passen? Hund und Katze, wer sagt, dass sie sich hassen? Hund und Katze, die verstehen. Oh, nein, warte, Terry. Du weißt doch überhaupt noch nicht, wie das geht. Wartet mal, ich soll also bis ganz nach oben klettern? Klar. Oder soll ich lieber? Nein. Wenn du eine echte Katze sein willst, musst du auf einen Baum klettern können. Und das geht so. Wow, Milady. Das schaffst du, Terry. Versuch es doch mal. Wenn du meinst. Ich bin eine Katze. Katze. Tada! Ja. Oh, toll gemacht, Terry. Ich bin eine Katze, Milady. Und jetzt hüpfe ich von dem Ast da runter. Guck mal. Das ist gefährlich. Terry, setz! Niemand sagt einer Katze, was sie tun soll. Alles gut bei dir? Landen Katzen nicht immer auf ihren Füßen? Ah, wie cool, ein Hund zum Spielen. Miau, schön dich kennenzulernen. Miau, du bist also eine Katze? Schnappi, lass unseren Freund in Ruhe. Er ist ein Hund. Gefahr, noch mehr Katzen. Viele Katzen. Muss angreifen. Nein, Schnappi, wir sind Hunde. Wuff, wuff, wuff. Ja, cool. Mehr Freunde zum Spielen. Pilou ist sowas von schlau. Kommt schon, wir holen Terry und dann nichts wie weg. Boss! Die Buffy Cats. Ihr schafft es vielleicht, den Schnappi zu überlisten, aber ich bin wirklich schlau. Und ich schnappe mir jetzt euren kleinen Freund. Denk dran, Terry, du bist ein Kätzchen und Katzen sind unheimlich flink. Toll, Terry, du hast dich bewegt wie eine Katze.
Katzen überall. Denkt dran, alle Katzen sind eure Feinde. Außer mir natürlich. Terry, jetzt wirst du besser wieder ein Hund. Ein Hund? Mögt ihr mich denn dann noch? Wenn du wieder zum Hund wirst, lieben wir dich sogar. Eklig. Schnappen wir die Katzen. Ah, ja, Hund zum Spielen. Guckt mal, Stöckchen. Holt es euch. Ihr zwei nicht. Wir gehen nach Hause. Ich bin auf den Fischen gelandet. Danke fürs Auffangen, Kumpel. Ich bin dein Kumpel? Na klar. Da, er wedelt schon wieder mit dem Schwanz. Hey, du läufst mir auch überall hin nach. Na, warte, ich krieg dich. Terry ist wieder ein richtiger Hund. Seht mal, wie er sich freut.